Hallo YouTube, was geht? Euer Roman ist wieder am Start und heute zeige ich euch 3 der 5 Rätsel von der Sphinx. Und ja, ihr habt mich richtig verstanden, nur 3 der 5 Rätsel. Und wieso das Ganze? Weil ich noch an den anderen 2 Rätseln sitze. Aber nichtsdestotrotz will ich euch die anderen Rätseln zeigen. Das erste Rätsel der Sphinx ist das Rätsel der Augen. Die Sphinx wird euch den Eingang des Dungeons zeigen. Ihr geht in den Dungeon rein, ihr cleart den Dungeon. Und wenn ihr fertig seid und Richtung Ausgang läuft, wird oben eine Kiste zu sehen sein, wo das Item drin ist, um das Rätsel zu lösen. Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door and retrieve that which is of greatest value. Good to see you, Master. Test your wits. Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door and retrieve that which is of greatest value. So, this is your choice? The greatest worth your eyes describe? Indeed, this is what I sought. Your eyes see true. No greater worth can there be than that found in simplicity. As promised, I shall bestow upon you a prize. Collect it from yon chest and take this file too. Its purpose I shan't divulge. How you use it is up to you. So, das zweite Rätsel der Überzeugung ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr quatscht sie an und übergibt ihr einen Lazarusstein. Und somit ist das Rätsel erledigt. So grant to me what you most prize, and thence elude your ponderous demise. So, this is your prized possession. A most revealing choice. Do you consent to give it to me, knowing that it may never be returned? Well, well. Very good. That's the spirit. Such generosity deserves a reward, methinks. Why don't you take a peek in yon chest? Kommen wir nun zum letzten Rätsel, das Rätsel der Grübelei. In dem Rätsel beauftragt euch die Sphinx, zum allerersten Spot eines Suchermedaillons zu gehen. Das heißt, wie bei mir im Video zu sehen, war bei mir der erste Spot das Vogelnest. Bei euch könnte das natürlich woanders sein, aber ihr müsst euch ein bisschen zurückversetzen in die Situation, wo ihr zum allerersten Mal das Medaillon gefunden habt. Was it that you found your first? Retrace your steps if you can. You might make a new discovery. 7 days, shall we say, ere you return? May your journey be a pleasant one.
Maker's tokens are treasures indeed, keepsakes of a fondly remembered journey. Yet where was it that you found your first? Retrace your steps if you can. You might make a new discovery. Ah, I see I needn't have worried. Well sought and well found. Und ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich frage euch, habt ihr Infos zu den anderen zwei Rätseln? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da. Auf Wiedersehen.